Hallo zusammen, ich möchte euch heute etwas über ein Hochleistungs-WIG-Schweißverfahren erzählen. Bei EWM heißt das Forstick. Die Besonderheit ist, dass wir die Elektrode extrem stark kühlen und deswegen einen sehr tiefen Einbrand erzeugen können. Und das ist für den Kunden von großem Vorteil, weil er kann, wie wir hier in diesem Beispiel sehen können, 8 mm Edelstahl im Stumpfstoß perfekt durchschweißen, ohne Bartstütze, in der Position PA. Eine schöne flache Naht mit einer Geschwindigkeit von 400 mm pro Minute und ich glaube, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Der Vorteil von dem Verfahren ist, dass es ein WIG-Verfahren ist. Die Alternative wäre ja das Plasma-Stichlochschweißverfahren. Und da haben Sie ja noch den Parameter Plasmagas dazu. Der Prozess ist schwieriger einzustellen und die Geschwindigkeiten sind deutlich langsamer. Dadurch, dass wir so schnell schweißen können, ja, ist der Verzug bei den Werkstücken sehr gering. Und bei Materialien, die sehr wärmeempfindlich sind, ist durch die geringe Energieeinbringung da auch ein Vorteil gegeben. Hier ein Beispiel aus Titan, 6 mm Werkstückdicke, perfekt geschweißt, keine Einbrandkerben, sehr gute Wurzel haben wir geschweißt mit einer Schleppgasdüse. Das heißt, hier haben wir auch nicht eine Argonkammer gebraucht und das ist auch schon industriell umgesetzt. Wir sind jetzt hier im Anwendungszentrum und ich würde Ihnen gerne den Forstick-Prozess in der Praxis zeigen. So, wir sind jetzt in einer unserer Roboterzellen. Sie sehen hier eine 1000 Ampere Forstick-Stromquelle mit einer Steuerung, die Sie bedienen können. Alternativ können Sie auch nur ein Pendel haben mit einer Anzeige und bedienen über unsere PC300 Software. Ich habe schon vorher erwähnt, dass das Forstick-Prinzip auf einer sehr stark gekühlten Elektrode basiert. Deswegen brauchen wir auch einen Kühler, den Sie hier hinten sehen. Dann benötigen wir natürlich noch einen geeigneten Brenner für dieses Verfahren. Hier sehen Sie einen Brenner, der 1000 Ampere bei 100% Einschaltdauer verkraftet, mit einer extra gekühlten Platte hier unten, die die Hitze vom Schweißbad abschirmt. Des Weiteren sehen Sie hier eine Drahtzuführung. Die benötigen wir für Blechdicken ab 8 mm, weil sich doch eine Nahtunterwölbung durch die Wurzelausbildung auf der Oberseite zeigt und die müssen wir mit Draht auffüllen. Das heißt, Drahtzuführung ab 8 mm zwingend notwendig und oben sehen Sie das entsprechende Drahtvorschubgerät. Für kleinere Leistungen haben wir noch einen Brenner, der 800 Ampere bei 100% Einschaltdauer gewährleistet. Der ist von der Bauform natürlich etwas kleiner dimensioniert, hat den Vorteil hier, dass er eine auswechselbare Elektrode hat. Das heißt, wenn Sie die wechseln, haben Sie immer den gleichen TCP-Punkt Ihres Brenners. Und für noch kleinere Leistungen, für 500 Ampere bietet sich dieser Brenner an, der auch dann für kompliziertere Bauteile eine gute Zugänglichkeit bietet und ich würde mal sagen, ungefähr bis Blechdicke 6 mm einsetzbar ist, im Stumpfstoß geschweißt. Genau. Hier sehen Sie ein Beispiel einer Schutzgasabschirmung. Die ist zwingend notwendig für Edelstahl, weil sie doch ziemlich schnell schweißen und das Schweißgut vor Sauerstoff schützen müssen. Wir wollen Ihnen jetzt den Forstick-Prozess live zeigen. Dafür haben wir ein Rohr vorbereitet, 140 mm Durchmesser, Wandstärke 4 mm, im Werkstoff 4301, also Edelstahl, und den wollen wir im Stumpfstoß mit Wurzel schön durchschweißen. Als zweites Beispiel möchten wir eine Stumpfnaht 10 mm Edelstahl in der Position PA zeigen. So, jetzt haben wir erfolgreich dieses Blech geschweißt und ein bisschen gewartet, dass es abkühlt. Jetzt entnehme ich das Blech. Sie sehen hier eine schöne Oberraupe und eine sehr gut ausgeprägte Wurzel.
Das haben wir jetzt in PA geschweißt, das haben Sie gesehen. Das Ganze können wir auch in PC schweißen, in der Blechdicke. Sie sehen hier auch einen Schliff. Bis zu einer Blechstärke von 12 mm können Sie im Stumpfstoß mit dem Vorstick-Verfahren schweißen. Ist die Blechdicke stärker, können Sie eine Y-Naht-Vorbereitung machen mit einem Steg von 10 mm und dann beidseitig einen Vollanschluss erzielen. Sie sehen hier ein wunderbares Muster in PA-Position geschweißt und hier sehen Sie den Querschliff. Wir haben Ihnen jetzt Beispiele gezeigt mit großen Blechstärken, die vor allem im Behälterbau eingesetzt werden, in der Position PA und PC und auch die Rundnähte. Wir können aber auch durchaus dünne Bleche schweißen, ja, mit Schweißgeschwindigkeiten von 3 Meter pro Minute. Und ich glaube, das Ergebnis lässt sich sehr gut sehen.